Abreisetag und das Wetter ist passend dazu. 8. Oktober 23. Der Berg hängt komplett in Wolken. Da kommt tatsächlich eine Bahn aus dem Nebel runter. Das ist für die Hartgesottenen, die heute auf den Berg fahren. Ich sehe sie noch nicht mal hier durch. Irgendwo da. Da kommt sie. Naja, wie gesagt, der Fichtelberg ist verschwunden. Zoom. Und da ist Amy, ist abreisefertig, hat keine Lust. Ja, Abreise ist ja auch nicht schön. Anreise ist toll, man freut sich. Abreise ist, Alltag kommt zurück. Man hat eine weite Fahrt, 600 Kilometer. Einmal komplett von Ost nach West. Von Erzgebirge Sachsen nach Rheinland-Pfalz, ins westliche Rheinland-Pfalz. Hoppt aber natürlich auch wieder. Bisschen, das ist jetzt unsere ganze Ecke, die ins Auto muss. Irgendwie. Da unten sind auch noch zwei Tüten. Ne? Hier sind schon Tüten in Tüten drin. Da ist der dicke, fette Stollen. Der hat 34 Euro gekostet. Aber ein Prachtkerl von Stollen. Das ist nur ein Viertelstollen. Ein halber. Ein halber ist es. Ja, es geht halt nach Kilopreis. Ja, und hier sieht man, hat man auch noch zwei, drei Beutel voll. Da haben wir schon Tüten in Tüten gesteckt. Damit wir weniger Tüten haben. Ja, und jedes Jahr sagen wir auch, wir holen dieses Jahr nicht so viel mit. Aber man kommt halt nicht drum rum. Und die Koffer stehen da. Wie ein kleiner Pascha, Amy. Wollen wir nicht nach Hause? Nee, willst du lieber hier bleiben? Oh, ja? Nee, einfach den ganzen Pappstress. Da hat sie keine Lust. Protest aussitzen. Jetzt hier steht der ganze. Wir haben ein Crossland und haben Zeug für einen 45-Tonner Actros. Ja. Welche Flasche ist Onkel Papa? Die linke. Ich brauche jetzt noch einen Kuli, damit ich irgendwo X machen kann. Jetzt sind schon wieder 8 Tage vorbei und heute geht es für uns nach Hause in die Eifel, nach Gerolstein. Schade eigentlich. Ich wäre noch gerne länger hier geblieben. Wir haben unser Auto jetzt so weit gepackt, haben noch ein paar Jacken hier rumfliegen und sind aber gleich startbereit. Wir hatten jetzt noch geplant, einen Kaffee trinken zu gehen, zum Kaffee König oder vielleicht eine Suppe zu essen und dann. Dann fahren wir nach Hause. Ja, es ist wieder soweit. Gell, Amy? Es ist wieder soweit. Jetzt haben wir uns schon aus der Wohnung verabschiedet, sind aber gerade noch ins Café König, wie schon angekündigt, und essen da noch eine Kleinigkeit zum Mittag. Zeigen wir euch gleich natürlich auch. Wetter ist echt nicht so prickelnd, wenn ich rausgucke. Es ist der schlechteste Tag der Woche, oder zumindest seit der Zeit, in der wir hier sind. Es ist kein schönes Bild. Berg in den Wolken. Ja. Berge sind alle in den Wolken. Ja. Okay. Zum Abschluss heute gönnt sich der Michel noch ein großes Glas Hefeweizen. Alkoholfrei. Weil wir müssen ja Auto fahren. Ja. Für den Michel gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen, genau, aus der kleinen Küche. Und ich habe mir aus der normalen Küche einen Salatteller bestellt. Der kommt jetzt gleich. Und für mich einen Salatteller mit Putenstreifen. Und ganz ehrlich, der sieht doch viel besser aus als Kartoffelsalat mit Würstchen. Quatsch, das ist Ansichtssache. Yum, yum. Meine Frau singt Love is in the Air und wir sind schon lange in Thüringen. Wir sind auch schon durch die zwei Tunnels durch, also wir haben jetzt noch von ursprünglich knapp 600 Kilometern 404 Rest. Also sind wir gut 200 Kilometer schon unterwegs. Jo, und schauen wir mal. Ja, und wir zwitschern hier am Rande des Thüringer Waldes. Ja, Michel hat mich gerade beim Singen unterbrochen, Radio ausgeschaltet. Da hinten ist ein Bürgelein im Hintergrund, das sieht man nicht. Aber
ja, es geht halt voran. Es sind von ursprünglich 600 Kilometer noch 369. Ja, wir sind mitten in Thüringen, im Thüringer Wald. Ja, wir sind bei Gotha und damit immer noch in Thüringen. An der Thüringer Wald, die Gipfel hängen in den Wolken. Ich habe jetzt mal ran, ich weiß nicht, ob man das... ob man das so erkennen kann. Der Thüringer Wald. Meine Frau war so freundlich. Der Gipfel ist in den Wolken und hat mal runtergemacht, dass man ein bisschen was sehen kann. Habe ich schon gesagt, dass wir immer noch unterwegs sind. Dann hast du schon gesagt, dass wir immer noch in Thüringen sind. Ja, und im Thüringer Wald rumpfeifen. Ist da oben nicht der große Inselberg, ist das der kleine Inselberg. Wir sind im weltbekannten Settelstedt. Settelstedt? Frag mich nicht, aber es ist übrigens nicht am Schneien. Die Scheibe ist sehr dreckig. Ja, okay, gut. Wir sind aber jetzt auch eine Woche rumgefahren und haben die nicht sauber gemacht. Ja, Eisen nach Ost steht an. Oststedt. Nicht mehr allzu weit von Hessen weg. War also Sachsen, Thüringen, Hessen und dann ins beheimatete Rheinland-Pfalz. Oh, habe ich das auch schon gesehen? Stimmt. Wir fahren nach Amsterdam. Nee, fahren wir nicht, wir fahren nach Gerolstein. So, bis später. Ja, wir haben einen Zwischenstopp gemacht im Autohof Pfefferhöhe und der Colonel hat gerufen. Ja, hat der ganz Colonel laut nach uns gerufen, der Colonel. Und ja, deshalb haben wir gesagt, wir fahren auch bei Pfefferhöhe vorbei. Da gibt es KFC, McDonalds, ein schönes Restaurant, ein uriges altes aus den 70er Jahren. Da hinten ist der Colonel. Und so weiter und so fort. Und jetzt erstmal ein bisschen zu Abend und fahren dann weiter. Man muss dazu sagen, ich wollte nur einen Burger. Die Tüte ist bis oben hin voll. Der Körner hat gerufen. Der hat aber laut gerufen. Der hat gebrüllt. Hinten sieht man die untergehende Sonne, aber es kommt nicht so schön rüber, wie es in echt aussieht. Entschuldigt das Wackeln, weil das ist ein Auto. Okay, bye bye. Letzter Abschnitt. Wir sind jetzt zwischen Koblenz und Trier in Rheinland-Pfalz und fahren dann gleich Richtung Gerolstein ab, noch 52 Kilometer. Und dann sind wir wieder zu Hause. Ja. Und ähnlich wie schon in unserem Abspann aus dem Norderney-Vlog sind wir wieder im Dunkeln zu Hause, aber das war bei 600 Kilometern Fahrt. Und Abfahrt 14 Uhr in Oberwiesenthal natürlich anders nicht machen. Ja, war halt abzusehen. Deswegen haben wir auch schon ganz normal damit gerechnet, dass wir im Dunkeln ankommen. Und wir sind halt sonntags gefahren und war sehr angenehm zu fahren, ohne große Staus oder stockender Verkehr. Ja, und wir haben es halt wieder geschafft. Und hoffen, ihr hattet viel Spaß bei den Vlogs. Und wir sehen uns bei unserer nächsten Reise wieder. Und hoffen, ihr seid wieder dabei. Und jetzt zählen wir nochmal die ganzen Uns, die du gesagt hast. Wie viele? Ich weiß nicht, es waren ziemlich viele Uns. Schreibt es in die Kommentare.